Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Ja, 100 Days, so heißt das kleine Indie-Spiel von dem Entwickler Broken Arms Games PTY LTD. Keine Ahnung, was das heißt, aber ist ja wurscht. Ja, mein Mann hat sich das vor 2 Tagen gekauft für knapp 15 Euro und ist total begeistert. Weinherstellungssimulation. Ja, mal gucken. Ist auch relativ frisch, tatsächlich auch erst, ne? Ist am 13. Mai rausgekommen und ja, ich darf meine Profile erstellen. Guck mal, es ist pink. Ich bin noch nicht sicher, ob ich. Oh, das sieht fast noch geiler aus. Ui! Ich bin noch nicht so richtig sicher, was ich so. Ja, eigentlich fände ich hier so einen Wappen total cool. Eigentlich gefällt mir das schon richtig gut. Und das ist noch ein bisschen schwungvoller. Noch ein bisschen. Oh, das gefällt mir gut. So, das nehmen wir. Dann müssen wir natürlich. Was sollen wir da? Insert your winery name. Okay, ich Ketonia. Ja. So, confirm. Yay! Wuhu! Oh mein Gott, das ist hübsch! Das ist alles rosa und pink. Und oh mein Gott! Zuallererst, ich brauche eine andere Sprache. Das Italiener, Français ist auch wunderschön. Changer, portier. Nee, lass mal. So. Deutsch ist, glaube ich, ganz cool. Ne? Das passt doch. Das ist alles, ja, alles cool. Alles gut. So, kann ich jetzt hier irgendwie Spiel laden? Was? Nee, kann ich ja nicht. So, zack. Yay. Und dann würde ich vorschlagen, dann machen wir noch den Story-Modus. Ah, jetzt höre ich auch was. Entschuldigung, war ein bisschen leiser, ne? Ich habe gehört, es soll relativ viel Text sein. Wir müssen dann mal gucken, wie lang und so das geht. Und wir schauen einfach mal. Die Karten stellen die Aktivitäten dar, die wir durchführen sollen. Okay, du kannst sie per Ziehen und Ablegen auf dem Spielfeld ablegen. Du kannst sie per Ziehen und... Achso, ja klar, logisch. Posteingang prüfen und Posteingang prüfen. Okay, das Feld stellt die Tageszeit dar. Achso, hier unten. Ah, okay. Jede Aktivität nimmt einen bestimmten Platz ein. Aber du kannst die Karten rotieren, um die Arbeit zu optimieren. Mhm. Wenn du mit deiner Platzierung zufrieden bist und bereit bist, weiterzumachen, klicke auf die Schaltfläche in der rechten Ecke, um zum nächsten Tag zu wechseln. Okay, das heißt, wir tun jetzt hier einfach mal... alles klar. Ja, toll. Super, das geht ja gar nicht. Das ist ja blöd. Kann ich das aber tatsächlich auch nur so rotieren, ne? Na gut. Und dann rotieren wir mal. So. Okay, Berichte vorbereiten. Alles klar, jetzt gucken wir mal. Ah, da sehen wir immer, welche Form es ist. So, und dann geht das natürlich so. Perfekt, cool, okay. Karten ziehen, Karten vor. Oh, wir scheinen hier noch ein bisschen im Büro rumzuhängen. Öffne deine Mails. So, dann machen wir das. Einige Aktivitäten haben spezielle Ergebnisse. Drücke den blinkenden orangenen Knopf, um diese anzuzeigen. Okay. My dearest Emma, I doubt you remember me. My name is Beppe and I am an enologist. Winemaking has ruled my life as a tyrant, devouring any free time I had, until I have reached the end of my journey. Still chasing the perfect wine. There is a long list of winemakers who would be happy to inherit my lands, but this time I will rebel against what is logical or due. While we need to treasure our tradition, we also need to make room for innovative solutions, newcomers to fill our ranks. I want you to run my business and become a winemaker. It's not going to be easy, but I promise you, it will be worth it. Your vineyards await. Cool. Ich habe mit der Maus versucht, euch zu zeigen, wie das, ne, wo wir gerade sind. Ungefähr. Das Coole ist ja, ich kann kein Englisch reden, aber ich verstehe es einigermaßen. Ein bisschen, wenn es nicht so schnell ist. 100 Days. Hi, ich bin Anna und ich wohne direkt nebenan. Hallo Anna. Hi, schön dich kennenzulernen. Es ist toll, dich endlich kennenzulernen. Endlich ein Gesicht zu dem Namen. Der alte Mann hat schon so viel von dir erzählt.
Ach, tatsächlich? Ja, ich werde dir alles darüber erzählen. Alles. Keine Sorge. Aber alles zu seiner Zeit. Ich dachte nur, es wäre ganz nett, mich erst einmal vorzustellen und dich willkommen zu heißen. Also, hier bin ich. Ja, nett von dir. Du musst erschöpft sein. Wie war die Reise? Oh, ich bin tatsächlich ein bisschen müde. Der Flug hatte Verspätung und war ziemlich überfüllt. Oh je, das kann ich mir vorstellen. Lass mich wissen, wenn du was brauchst. Was das angeht, wie schmeiße ich den Laden hier? Der Brief war in der Hinsicht nicht besonders präzise. Ja, das ist eine große Frage. Aber du hast Glück. Der alte Mann hat dir ein paar Anweisungen hinterlassen, aber er war auch ein bisschen besorgt, dass alles auf einmal am Anfang ein wenig überwältigend wäre. Ich werde dir deshalb, sobald die Zeit reif ist, nach und nach seine Notizen zukommen lassen. Er hat mir diese Aufgabe anvertraut und ich werde ihr gern nachkommen. Ja, überwältigend trifft es ganz gut. Okay, handgeschriebene Smoothies. Ja, ich nehme an, mit Technik hat es nicht so, oder? Nicht wirklich. Er gehört halt einer anderen Generation an. Andere Zeiten, andere Kommunikationsmittel, aber du wirst schon klarkommen. Keine Sorge. Zurück zu deiner Frage, du solltest wirklich Theo anrufen. Er wird dir helfen, den Laden zu füllen. Theo. Okay. Kennst du den? Ja, ein netter Kerl. Große, starke Arme, große Hände. Er ist der jüngste Sohn der alten Dame, die die Bäckerei im Ort betreibt. Großartige Brote, Weißbrot, ja, ist total ganz zu schweigen vom Kuchen. Lecker. Versprich mir, dass du diesen Kuchen probierst. Oh ja, und Theo, wie finde ich ihn? Ich tue es schon wieder. Ich schweife schon wieder ab. Ich bin halt ein Plappermaul. Okay, ruf ihn einfach an. Prima, danke Anna. Mach dir keine Sorgen. Jetzt lass dich auch erstmal in Ruhe. Ich habe Manipedi in meinem Lieblingsnagelspa und so und vertraut und... Atme mal tief ein. Riechst du das? Riechen? Was denn? Ach, je. Riech mal die Luft, Mensch. Füll deine Lungen. Saug sie richtig auf. Willkommen in Longhay. Du bist zu Hause. Oh, cool. Howdy. Ist das dann wahrscheinlich Theo, oder? Du bist Theo? Ja, das war dann wohl ich. Großartig. Wir haben gestern telefoniert. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Ja, ich helfe gern. Ich habe tatsächlich auf einen gewartet. Nee, das passt nicht zur Entschuldigung. Wie du vielleicht weißt, hat der alte Mann uns allen Anweisungen gegeben. Oh ja, ein bisschen tiefer, ne? Ich bin sicher, du meinst es gut, aber es klang jetzt doch irgendwie unheimlich. Ach Quatsch, er zeigt doch nur, wie sehr er sich um dich sorgt. Und um sein Land. Ihr alle sagt es immer wieder, aber ich habe den Mann nie getroffen. Ich habe keine Ahnung, was für ein Mensch er war, was mich angeht. So hat er mich im Grunde auf einem großen Haufen Schrott sitzen gelassen. Ich vermisse mein Büro, aber genug davon. Ach komm, das meint er doch nicht wirklich. Ach, wie auch immer. Fangen wir an. Also, wie genau läuft das? Die Frage ist etwas schwammig. Ach, schau, ich habe meine letzte Zimmerpflanze Dodo genannt. Weißt du warum? Weil Dodos ausgestorben sind. Ein Schicksal, das alle meine Zimmerpflanzen erteilt. Und ereilt. Dem Untergang geweiht, sobald ich sie kaufe. Das musste aufhören. Oh, sogar Sukkulenten? Die sind schwer zuzukriegen, weißt du? Na, da kein grüner Daumen, keine niedlichen handgefertigten Keramikvasen, kein schickes Terrarium, in dem kleine grüne Lebewesen wachsen. Einfach nö, nicht bei mir. Ja, kenne ich. Weißt du, du solltest jemals Lust haben, was zu ändern, dann ich habe einen entfernten Cousin, der hier in der Stadt Florist ist. Ich weiß. Tust du? Aber woher? Anna hat es dir erzählt, oder? Ja, sie hat mir einiges von dir erzählt, du großer, starker Mann. Aus der Weinmachgeschichte wird wohl nichts, wenn du mir nicht die Grundlagen erklärst, oder? Absolut. Na dann, ich warte. Ach so, ja, du meinst jetzt gleich. Na gut, also gut. Starten wir. Grundlegend. Unkraut entfernen. Geht es da um... Ich unterbreche dich hier gleich mal. Nein, beim Unkraut entfernen geht es darum, die Feuchtigkeit des Bodens zu erhalten. Indem du Konkurrenz um die mineralischen Nährstoffe, die die Reben zum Wachsen benötigen. Falsche Uhrzeit, um dieses Spiel zu spielen. Mai müssen wir verlesen. Also mein Mann hat mich ja gewarnt, aber puh. Kurz gesagt, tot dem Unkraut, lang lebe die Rebe. Komische Art es zu sagen, aber ja. Okay, super. Tun wir mal so, als wäre das Unkraut meine Zimmerpflanze. Problem gelöst. Gut, dann, oh, mach das jetzt einfach mal so. Ach so, warte mal. Müssen wir...
Okay, nee, das ist schon okay so, ne? Naja, ich bin einfach nur neugierig. Aha, okay. Ah ja, okay. Oh, oh Gott, Hilfe! Oh nein, jetzt habe ich irgendwas. Inventar. Geschäft. Was? Wie komme ich hier wieder raus? Jungle Update, Räume, Lagerung, Info. Oh, jetzt habe ich irgendwo. Ach, da. So. Ich glaube, wir können einfach überspringen, ne? Müssen wir jetzt nochmal überspringen? Oh, scheinbar schon. Gut, Saisonende. Das lief gut. Naja, ich habe ja nicht viel gemacht und bekommen. Findest du? Genügt mein Unkrautvernichtung den Ansprüchen? Ich muss zugeben, das war erstaunlich. Ich sagte es doch. Vernichten! Ich bin echt gut in sowas. Was als nächstes? Ja, also ausdünnen lernen. Die Kunst des Ausdünnens. Die Pflanzen sollen also auf Diät? Nicht ganz. Warum denn nicht? Ich habe das Gefühl, wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns. In Babysitten. Also grundsätzlich muss man einige der Blüten oder auch Trauben an der Weinrebe entfernen. Warum sollte man das tun? Wenn du mich ausreden lässt, dann erfährst du es. Also, um Ertrags- und Qualitätsziele zu erreichen, brauchen wir außerdem, ermöglicht es dir, das Gleichgewicht der Reben zu verändern. Also eine absichtliche Verschwendung von Ressourcen, verstehe ich das richtig? Tust du. Bist du sicher, dass du nicht mal 5 lustige Minuten nötig hättest? Wenn du willst, könnte ich gerne mal Pause einlegen. Also, es mag widersinnig klingen, das gebe ich zu. Die Leute dachten, die Züchter hätten völlig den Verstand verloren, als sie anfingen, diese Technik zu praktizieren. Ein Priester aus einer nahegelegenen Gemeinde wurde damals extra in die Weinberge gerufen, um sie zur Vernunft zu bringen. Und ihre Seelen vor dem blasphemischen Akt der Verschwendung perfekter Trauben zu retten. Du bist also nicht die Einzige, die das denkt. Und die Erste. Es müssen also ein paar Blumen und Trauben zum Wohle derer, die übrig bleiben, geopfert werden. Ja, so ist es. Alles für den Ertrag. Bist du mit dem Konzept vertraut? To strive, to seek, to find, and not to yield. Tennyson in the Vineyard. Wer? Ach, nur ein Freund von mir. Vergiss es. Einfach mal so und so. Also in Ordnung. Der Ertrag ist ein Maß für die Menge an Trauben oder Wein, die pro Flächeneinheit des Weinbergs produziert werden. Okay. Also, wir müssen das jetzt hier ausdünnen und dann machen wir wieder die 2 Runden und jetzt ist Herbst und... Okay. Ah ja. Oh. Alles klar. Und können wir die, müssen wir die jetzt selber, Behandlung Trauben, prüfen? Ah, okay. Krass. Milben haben sie... okay. Aha. Aha. Okay. Na dann. Einfach mal nochmal... Ernte. Okay. Das war doch gar nicht so schlimm, oder? Ja. Ich kapiere es. Okay. Die Ernte. Dabei brauchen wir ein bisschen Hilfe. Okay, kein Ernte 101 mit Theo dieses Mal? Nicht dieses Mal. Wir können gemeinsam mit der Ernte beginnen. Aber du musst deine Önologen ein... Was bitte ist ein Önologe? Er gehört zu den komplexesten und heikelsten Tätigkeiten, die du auf einem Weinberg finden wirst. Da ist kein Platz für Fehler. Alles klar, bloß kein Druck. Schon recht. Du schaffst das schon. Entspann dich. Ruf einfach Gianni dann kriegt er das hin. Alles klar. Los geht's. Okay, na dann. Krass, das dauert jetzt also 3 Runden, ja? Cool. Okay. Du scheint ja jetzt erstmal soweit ganz... Du bist zu spät. Hi, schön dich kennenzulernen. Ich bin unterwegs mit Anna und so. Du solltest wirklich jegliche Art von der Ablenkung vermeiden. Der Weinanbau ist eine Tätigkeit, die ungeteilte Aufmerksamkeit und volles Engagement erfordert. Ja? Und wenn du nicht bereit dafür bist, dich voll und ganz deinen Weinbergen hinzugeben, dann wirst du scheitern und am wichtigsten deine Reben werden zugrunde gehen. Und so etwas ist dann absolut inakzeptabel. Okay. Ich lege lediglich die Fakten da. Also, warum bin ich... Theo sagt... Ich brauche ich für die beste Ernte und so.
Ja, mir ist schon zu Ohren gekommen, dass du vor kurzem aus London hierher gezogen bist und weder irgendein Verständnis noch das leiseste Interesse am Weingeschäft hast. Im Grunde hast du also keine Ahnung. Naja, mein Mathelehrer in der Highschool war ja da ja netter als du. Und das will schon was heißen. Wie gesagt, ich gebe nur Fakten zu Protokoll. Oder liege ich falsch? Naja, Sonnenscheinchen, ne? Ich habe keine Zeit für deinen herablassenden Blödsinn. Bist du jetzt hier, um zu helfen oder nicht? Ich heiße Jenny. Ich habe dem alten Mann versprochen, dir bei der ersten Ernte zu helfen. Und ich stehe zu meinem Wort. Wie ich sehe, habt ihr schon angefangen. Das ist faszinierend, denn ihr habt offensichtlich keinerlei Ahnung, was ihr da eigentlich tut. Jetzt beeil dich, ich möchte fertig sein, bevor die Saison zu Ende ist. Ja, hilf mir einfach. Wie auch immer. Also, die Ernte. Wie du vielleicht schon erraten hast, ist das der Prozess, bei dem die Weintrauben geerntet werden. Das wird wohl eine Weile dauern. Was du nicht sagst. Eine weitere bahnbrechende Entdeckung von Fräulein weiß nichts, kann nichts aus London. Ja, es ist ein langer, anstrengender Prozess. Und ja, man muss jedes Jahr das Gleiche machen. Es ist auch mein Lieblingsteil und die lohnendste Erfahrung als Önologe. Also verdirb es mir jetzt nicht. Klar, mit abenteuerhaften Banalitäten. Hey, was ist dein Problem? Ich kann nicht mal... Los geht's. Du bist ja langsamer als ein Faultier. Mach schon. Sonst kommen wir nie im Keller an. Warte mal. Wer wartet denn im Keller auf uns? Na, deine Zukunft als Winzer. Oh. Muss ich jetzt in den Keller? Hallo? 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 Keller. Muss ich da jetzt rein? Ich glaube noch nicht. Okay. Info. Da war Glas... Glasfasertank, Fässer, Mechanik, Pressen. Oh mein Gott, Pressen! Was? Nein, falsches Spiel. Ich glaube, ich muss nochmal überspringen drücken, oder? Ui, Endergebnis. Qualität? Gut. Menge? Eine Menge. Trauben vinifizieren. Müssen wir das jetzt machen? Wahrscheinlich, oder? Also, ich meine, das steht da ja schon. Okay. Bestätigt. Kälte. Ah ja, unglaublich. Du hast doch tatsächlich deine erste Ernte überlebt. Ich weiß deinen Sarkasmus sehr zu schätzen, mein Freund. Kein Sarkasmus diesmal. Ich bin ehrlich gesagt von der Tatsache überwältigt, dass du nochmal hier bist. Was tun deine Generation? Ständig macht ihr uns runter und zweifelt an unseren Fähigkeiten. Wir sind aber zäher, als ihr denkt. Also, was kommt als nächstes? Kältern. Im Kältern? Ja, also quetschen. Zusammen mit der niederschmetternden Erkenntnis, was für ein langer Weg doch noch vor mir liegt und mir die Sonnenblumenkerne ausgegangen sind, ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne meine Kerne zurechtkomme. Da du warst das, diese Spur von Sonnenblumenkernschalen überall an den Weinbergen ist, also von dir. Eine weitere unglaubliche Schlussfolgerung. Ich wünschte... Wir könnten mehr Zeit damit verbringen, Sherlock in Weinberg zu spielen. Aber wir müssen uns wieder an die Arbeit machen. Also, heute werden Trauben gekältet. Okay, klingt doch einfach. So, Barbaren. Zu zerfetschen. Es ist ein sanfter Prozess. Wir lassen nur die Haut der Trauben platzen, um alle inneren Feststoffe freizulegen. Bist du noch bei mir, London? Natürlich, glasklar. Klingt nur ein wenig brutal. Konzentration. Wir werden Druck auf die Trauben ausüben, um den Saft, freien Zugang zur Hefe, den Tanninen und den Eigenschaften der Schalen zu ermöglichen. Mensch. Wow, du scheinst echt drauf zu stehen, mit hochtrabenden Begriffen um dich zu schmeißen, was? Ich bin halt eine Önologe. Mein Vakubalar ist spezifisch, ganz im Gegensatz zu deinem. Hast du dir das notiert? Ich werde nämlich mich nicht so unbedingt wiederholen und so, ne? Wir zerkleinern, entstielen, kombinieren und so. Mei. Noch irgendwas unklar? Nö. Ich schaue lieber später in einem meiner Bücher nach, als jetzt noch einer deiner Spitzfindigkeiten zu ertragen. Wie du meinst. Also los, sei vorsichtig. So. Keltern. Wow, ganz schön lang, ne? 20 Minuten habe ich euch voll gegeben. Textet mit ganz viel Theo. Jo. Also ich habe hier einige Bücher über die Weinherstellung gelesen. Der alte Mann hat mir Tonnen davon hinterlassen, alle randvoll mit Notizen, seltsame Diagramme und
alten Fotos. Das ist doch gut. Ja. Allerdings sind mir noch ein paar Dinge nicht so ganz klar. Das ist nicht schlimm. So schließe ich ziemlich viel auf einmal. Okay, was ist dieses Stutzen? Stutzen. Das hast du wirklich gelernt, was? Die Antwort ist zwar einfach, aber bei dir ist es etwas zu früh dafür. Wieso das? Nun, zunächst einmal stutzen wir die Reben im Winter. Dann sagen wir einfach, es braucht mehr als nur ein bisschen Buchwissen, um zu verstehen, wie man das macht. Aber keine Sorge, ich helfe dir. Ja, toll. Das geht ja gar nicht. Das geht nicht. Hallo erneut, London. Ich, keine Ahnung, Stutzen funktionierte gerade nicht. So sehen wir uns wieder, Mr. Bond. In der Tat, ich hoffe, du bist bereit, denn heute werden wir einen der komplexesten Teile des Weinherstellungsprozesses behandeln. Für diesen Anlass habe ich meine alten Notizbücher entstaubt. Ich habe auch eine ganze Tüte Sonnenblumenkerne gefunden, auf denen ich herumkauen kann, sollte mich deine Inkompetenz mal wieder überwältigen. Ey, sind die alle nett zueinander? Ich finde es super cool. Ich finde es total amüsant, ne? Sie kann ihren Charme abschalten. Ich bin immun. Aber wie ihr dem auch sei, ich bin bereit. Also, öffnen wir euer Zauberbuch und dann los. Wein beschwören und so. Jetzt pass mal auf. Erinnerst du dich noch daran, was ich dir über das Kälteln erzählt habe? Ja. Sanft die Haut der Trauben platzen lassen und die zurückhaltigen Saft rein. Setzt ihn der Hefe aus. Ich bin beeindruckt. Okay, Hefe wird nun Traubenzucker in Alkohol verwandeln. Okay, das ist jetzt also der Urknall-Moment in deiner, in der Wein-Universum Special Edition. This is when the magic happens? Nicht ganz die Art, wie es meine Professoren an der Önologischen Fakultät von Alba aus ausgedrückt hätten, aber naja, im Prinzip muss ich zugeben, dass mit deiner Version eigentlich ganz gut gefällt. Auch wenn sie ein bisschen pittoresk ist. Zucker trifft auf Hefe und bäm, es ist Wein. Nicht so schnell. Immer schon langsam. Die Gärung beeinflusst den Körper, die Süße, die Tannine und den Säuregehalt. Also, je nach Rebsorte gibt es unterschiedliche optimale Werte. Okay? Alles klar. Liest du aus deinen alten Notizbüchern? Das tue ich. Unterbrich mich nicht. Ja? Wie ich schon sagte, werden Süße und Tannine durch die Dauer des Gärungsprozesses beeinflusst. Soweit alles klar? Klar wie Kloßbrühe. Das ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, wie wenig Wissen du auf diesem Gebiet hast. Schau, ich bin müde und mir gehen die Sonnenblumenkerne aus. Also, ich werde es dir leicht machen. Sagen wir, du fermentierst Barbera, okay? Ein praktisches Beispiel wäre hilfreich. Ja, lass mich das aufschreiben. In diesem Fall wären deine optimalen Werte 2 von 10 Tannine und 2 von 10 Süße. Versuch es doch einmal, auch wenn ich stark bezweifle, dass du es beim ersten Mal richtig hinbekommst. Angesichts deiner nicht vorhandenen Expertise und der Grundausstattung, die wir im Keller haben. So ein paar Tropfen Optimismus zu deinen Sonnenblumenkernen, die würden echt nicht schaden, weißt du? Was muss ich denn machen? Gärung. Oh, Entschuldigung. Da... Ja. Ja, weiter. Okay, nichts. Warte mal, jetzt bin ich total so ein bisschen. Also hier wäre ja eigentlich, ne? Ja, aber Tannine will ich ja behalten. So. Das würde ich jetzt tatsächlich so lassen. Okay, bestätigen. Oh, keine Ahnung, ne? Ich würde den ja gerne, ne? Stutzen, aber das geht nicht. So. Okay, pressen. So, du siehst müde aus. Ja, bin ich auch ausgegoren. Sieh an. Ist das dein erster Versuch eines witzigen Wortspiels? Verflixt, du nimmst das ernst.
eher du akzeptierst, dass ich gekommen bin, um zu bleiben, desto besser wirst du dich fühlen. Glaub. Also, was steht heute auf dem Speiseplan? Neben den üblichen Geplänkel und mürrischen Bemerkungen meine ich pressen. Das ist der Prozess, bei dem der Saft aus den Trauben gepresst wird. Ziemlich selbsterklärend, oder? Mhm. Mhm. Ja. Offensichtlich ja nicht. Erhöhe die Pressintensität und du bekommst mehr Wein. Verringere sie und dein Wein wird von besserer Qualität sein. Schreibst du mit? Ja, erhöhen für mehr Qualität, Quantität, verringern für bessere Qualität. Alles klar. Gut, denk dran, dass die Pressintensität auch den Wert von zwei Eigenschaften beeinflusst, nämlich Körper und Tannine. Wenn du einen Barbera presst, beachte, dass der optimale Körperwert bei 8 und 10 liegt. Okay. Ich weiß ja, dass deine Generation nicht sonderlich lesefreudig ist, aber du kannst auch die Weindaten überprüfen, um die richtige Balance zu finden. Das solltest du selbst schaffen. Jo, klar, logisch. So. Spindelpresse nicht verwenden. Was? Achso, Intensität der Presse. Kann ich. Was hat er jetzt gesagt? Ach, blöd. Mehr pressen. Keine Ahnung, ich. Tatsächlich ist das echt kompliziert. Damit habe ich nicht gerechnet, ne? Und vor allen Dingen auch sehr langwierig, glaube ich, bis man so das Tutorial durchgespielt hat. Oh, sieh nur, es regnet. Okay, Saisonende Winter. Mhm. Ja, keine große Sache. Ich habe lang genug in London gelebt. Regen ist ein fester Anteil Teil meines Alltags. Mhm. Nun ja, in unserem Fall macht es schon einen großen Unterschied. Wir müssen aufhören. Bei Regen können wir nicht im Weinberg arbeiten. Echt jetzt? So schlimm? Ich fürchte ja. Okay, ich verstehe. In diesem Fall setze ich den Kessel auf, flüsternde auf ein Tässchen Tee. Ein Tässchen Tee? Klingt zwar schön exotisch, aber danke. Ein doppelter Espresso tut's auch. Da bist du ja. Hier bin ich. Ja, du siehst angespannt aus. Bin ich auch. Heute beginnen wir mit den Flaschenabfüllungen des Weins. Dies ist die letzte Phase der Weinherstellung. Der Moment der Wahrheit, sobald die Flasche versiegelt sind, gibt es kein Zurück mehr. Machst du dir wirklich drüber Sorgen? Oh, wie immer. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass du von dem ganzen Prozess keine Ahnung hast. Oh, wie recht er doch hat. Das Flaschenabfüllen ist irreversibel. Es gibt kein Zurück mehr. Das nächste Mal, wenn du deinen Wein siehst, wird er in einem Glas von jemandem sein, der ihn kostet. Entspann dich. Es ist mein erster Wein und nebenbei habe ich eine Menge gelernt. Was auch immer die Leute sagen, es wird an mir liegen und nicht an dir. Ja, Unsinn. Ich bin der Önologe und dein Mentor. Es liegt also in meiner Verantwortung. Das Einzige, was mich bei diesem Prozess weniger hilflos fühlen lässt, ist dafür zu sorgen, dass die Flaschen blitzsauber und die Korken von bester Qualität sind. Gut zu wissen, dann lass uns mal die Flaschen prüfen und auf das Beste hoffen. Neues Design. Erstelle ein neues Bild für deine Flaschen. Nö. Achso. Ich find's super. Kunststoff Kronkorken. Qualität hochwertiger Presskorken. Schraubverschluss, Glasverschluss, Korken. Also tatsächlich fände ich einen klassischen Korken schon cool. Ab was? Form Albaisa Bordeaux-Flasche. Aber nimmt man nicht... Na, wir lassen das mal, weil ich habe keine... Aber eigentlich, ne, hätte ich gedacht, dass man eine Bordeaux-Flasche nimmt. Aber wir nehmen das Weinglas. Braunglas. Achso, Weißglas. So, Etikett bearbeitet drüber nicht. Quadratisches Etikett. Langes Etikett. Zweigeteiltes Label. Jahrgang. Jahrgang finde ich gut. Das ist schön. Das gefällt mir. Ja, doch. Das können wir so lassen. Okay. Number of bottles. Eine. Okay. Bestätigen. Gib deinem Wein einen Namen. Jo. Babe. Wisst ihr was? Wir machen einfach mal. Nee, geht nicht. Ach, das lassen wir dann einfach so. Gut. Okay. Dann... Weinverkostung. Hey Mädchen, lang nicht gesehen, wie geht's denn? Hi Anna, ich steck bis zum Hals in Arbeit. Entschuldige, dass ich dich neulich
einfach ignoriert habe. Gianni hasst es, wenn ich zu spät komme. Deshalb bist du also so schnell weggerannt. Ich dachte, du gehst mir aus dem Weg. Ich? Dir aus dem Weg gehen? Niemals. Ein Glück. Aber sag mal, wie kommt ihr beide miteinander aus? Gianni geht es ja nur um Wein. Er lässt sich so gut wie nie in der Stadt bei uns blicken. Er ist so schwer beschäftigt und schon durchschauen. Also los, raus mit der Sprache. Ich fürchte, ich kann nicht viel dazu sagen. Der Einzige, was ich weiß, ist, dass er immer, wenn er sich besonders gestresst fühlt, auf Tonnen von Sonnenblumenkernen kaut und eine Spur von Schalen hinter sich herzieht. Ihh! Oder? Aber wie dem auch sei. Wir haben gerade unsere ersten Weine in Flaschen abgefüllt. Es erschien besonders besorgt über diese letzte Phase. Hoffen wir mal, dass es reibungslos verläuft. Okay, deine allerersten Flaschen. Großartig. Das musst du Satoshi erzählen. Wer ist denn schon wieder Satoshi? Kennst du ihn nicht? Mädchen, hast du jemals das Haus verlassen? Du solltest wirklich manchmal rausgehen, weißt du? Gianni sagt immer, ich muss mich konzentrieren und jede Ablenkung vermeiden. Und Gianni sagt dies, Gianni sagt das. Ich kenne ihn nicht einmal und er geht mir jetzt schon auf die Nerven. Wem sagst du das? Aber vergiss Gianni. Hör zu. Satoshi ist der Besitzer der Weinbar in der Stadt. Er ist ein netter Kerl. Geh hin und sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Und bring bloß eine Flasche deines Weins mit. Er wird ihn probieren wollen. Ich will mich nicht aufdrängen. Ach, Unsinn. Lass dieses Höflichkeitsgehabe und hör auf, dich hier wie ein Gast zu benehmen. Du lebst jetzt hier. Also sind unsere Traditionen noch deine. Machst du dir zu eigen? Irgendwie komisch, weißt du? Also für eine Zugezogene fühlte ich mich wirklich eher wie ein Gast. Ich hatte das Gefühl, einen Platz zu bewohnen, der mir nicht gehört. Jetzt, wo ich hier zu Hause bin, fühle und verhalte ich mich aber immer noch wie eine Fremde. Ich stecke irgendwie in einem Schwebezustand. Werd mir jetzt bloß nicht philosophisch, Mädchen. Das macht mir Angst. Atme tief durch, genieß deinen Abend in Satoshis Weinbar. Kannst du das für mich tun? Bitte? Sicher, sicher. Vielen Dank, Anna. Cool. Ich find's super spannend. Ich find's echt klasse. Unkraut entfernen. Guck mal, das können wir machen. Perfekt. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Den haben wir getroffen. Körper haben wir leider nicht getroffen. Gerbstoff haben wir zu viel gehabt. Nein! So. Ja, aber immerhin 74 von 100 Punkten, ne? Also. Okay. Kommt jetzt jemand nochmal her? Hallo? Hallo? Was muss ich denn jetzt machen? Hallo? Geräteschuppen. Haben wir schon Geräte? Nö. Okay. Warenhaus? Gitterbox. Aha. Oh, okay. Ich würde sagen, dann einfach mal weiter. Du hast drei was? Hi! Willkommen in meiner Weinbar. Hast du eine Reservierung? Hi, nicht wirklich, sorry. Es war irgendwie spontan. Meine Nachbarin Anna sagte mir, ich sollte... Ach, du bist das. Okay, schön, dich kennenzulernen. Ich habe so viel über deine ersten Schritte in der Weinherstellung und sogar über deinen allerersten Wein gehört. Anna hat mich in dein Abenteuer eingeweiht. Okay, sie scheint so etwas wie der inoffizielle Nachrichtensprecherin der Stadt zu sein. Hm? Also, schalten Sie Radio Anna ein und erfahren Sie das Neueste aus der Gegend. Ja, das ist sie. Aber sie hat ein großes Herz. Sie berichtet nur positive Dinge über die Menschen, die ihr am Herzen liegen. Also, wie wär's? Warum setzt du dich nicht an den Tisch da drüben und erzählst mir von deinem ersten Wein? Ich bin dann sofort bei dir. Okay, danke. Miau. Hallo, du Flauschetier. Miau. Du bist ja süß. Darf ich dich streicheln? Geht das klar? Miau. Barrick und du habt euch anscheinend auch schon kennengelernt. Cool. Und nach dem Schnurren zu urteilen, würde ich sagen, er mag dich. Das beruht jetzt auf Gegenseitigkeit. Mhm. Deine Weinbar gefällt mir auch. Sehr gemütlich. Danke, das freut mich. Also, dann lass uns doch mal über deinen ersten Wein reden. Müssen wir das wirklich? Oh, ich bin mir echt nicht so sicher, ob er gut ist. Ich meine, mach ihn auf und probier, wenn du dich traust. Und? Komm schon, dein Schwein bringt mich echt noch um. Ist er denn so furchtbar? Oh Gott, Gianni wird mich umbringen. Also, er wird durchdrehen. Ich muss irgendwas verbockt haben. Vielleicht der Gärungsprozess? Das Pressen? Oh shit, ich, also... Korken in Ordnung?
Hör mal, ich weiß, du hast fleißig gelernt, hart gearbeitet und bist voll bei der Sache. Aber wie soll ich sagen, dieser Wein ist eigentlich gut. Alles in allem, tiefe Farbe, voller Körper, wenig Tannine, gut gemacht. Echt? Bist du sicher? Ich meine, sag ruhig, wenn er schlecht ist oder er nicht schmeckt. Nein, er ist gut. Zumal es dein erster Wein ist. Anna hatte recht, du weißt, was du tust. Hier die Speisekarte. Bestell, was du willst. Geht aufs Haus. Das feiern wir. Oh, wow, danke. Das ist richtig klasse von dir. Und, Anna hatte recht. Ich muss das Haus wirklich ab und zu verlassen und Leute kennenlernen und treffen. Und ich fühle mich jetzt schon viel besser. Bleib so lange du willst. Ich muss zurück zu den anderen Tischen, aber ich möchte unbedingt mehr über deine Pläne erfahren. Komm vorbei, sobald ich kann. Versprochen. Ja, cool. Ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal eine Folge, so in etwa die gleiche Zeit, würde aber jetzt hier erstmal abbrechen, beziehungsweise die Folge beenden. Ne? Ich denke, jetzt haben wir erstmal eine ganze Menge gelesen und erfahren und ja, also mir persönlich hat es total Spaß gemacht, also diese ganzen, klar, es war jetzt viel Text und so, aber bisher macht es einen unglaublich schnuckeligen Eindruck. Ich weiß aber jetzt schon, dass es durchaus sehr komplex werden könnte. Und von daher, genau, bedanke ich mich schon mal ganz herzlich dafür, dass ihr durchgehalten habt mit dem ganz vielen Text und ich hoffe, dass ich es so einigermaßen angenehm für euch gemacht habe und ja, jetzt lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, froh und munter und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder in einem meiner anderen Let's Plays. Also, ja, macht's gut, bis dann, ciao, ciao!